Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Wir wollen wieder mal reingucken hier bei den Kaninchen. Und ich sehe hier sofort, dass hier noch keine Nestbauaktivitäten jetzt hier im Detail durchgeführt worden sind, sondern es sieht aus wie gestern auch. Gestern haben sie lecker Kohl bekommen, die letzten Kohlköpfe, die ich hier noch auf dem Grundstück hatte sozusagen. Also heute werde ich tatsächlich losstiefeln müssen und einiges an Gemüse käuflich erwerben muss, denn meine Lieferung an Karottensäcken, die kommen erst Donnerstag und diesmal habe ich auch zwei bestellt, also zweimal 20 Kilo, um im Prinzip die Woche zu überbrücken, wo der Karottendealer zu hat sozusagen, also so ein kleiner Tante-Emma-Laden, der das direkt vom Bauern bezieht. Gut, also, dann seid ihr auch hier im Bilde sozusagen. Also, was haben wir hier? Das kleine Kaninchen hier. Der Stall müsste mal wieder sauber gemacht werden. Aber alle Säuberungsaktionen werden auf morgen verlagert, denn morgen sind auch die Mülltonnen wieder im Einsatz sozusagen. Guti, also wir schauen mal. Nummer 3, soweit alles ohne Beanstandung. Auch die weiße Häsin hier scheint zufrieden zu sein. Zumindest so auf den ersten Blick würde ich jetzt mal hier an der Stelle behaupten wollen. Und dann gucken wir mal zu Nummer 1 hier, Genosse. Wie sieht's aus hier in deinem Dasein? Ich habe bei dem einen oder anderen gestern auch schon mal den Trinknapf rausgepackt, denn die Trinknäpfe, die werden doch relativ schnell immer eingesaut. Und hinten habe ich auch unsere Wasseranlage wieder in Betrieb genommen sozusagen. Auch schon die ein oder andere Tränke hier fachmännisch gereinigt. Und hier liegt auch einiges herum. Seht ihr, was hier los ist? Doch, das ist nicht gut hier. Also in naher Zukunft, wenn ich mal einen neuen Platz finden sollte für das Heu, dann muss hier eine Lösung geschaffen werden, wo hier nicht mehr immer so ein Haufen an Abfällen produziert werden sozusagen. Wäre das jetzt trocken, hätte ich das alles in die nächste Stallgeschichte reingepackt. Aber das sieht alles relativ feucht aus, von daher wandert das direkt in die Mülltonne. So, die blaue Häsin, die blaue Wiener Häsin. So, wie sieht's aus hier bei dir? Sieht das nach einem Nest aus? Was sagt ihr? Ich finde irgendwie nicht so richtig, aber mal gucken. So, also, wie sieht's aus? Am Sonntag ist es soweit, theoretisch, ne? Aber bis jetzt wirkt das sehr zerpflückt. Auch hier, ist mir gerade gar nicht aufgefallen, hier hat es ja auch wieder alles rausgeholt hier. Was machst du da? So eine Nestbauposition, oder? Meint ihr auch, die sie hier eingenommen hat, die gute Dame? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Gut, also, hier alles relativ unverändert. Sonntag sollen ja die Kindlein kommen. Sie gräbt nur, seht ihr? Irgendwas gräbt sie dort. Guti, also, wie sieht's aus bei dir hier? Zack, da gehen wir gleich nochmal genauer rein hier. Da habe ich die Trinknäpfe noch nicht rausgenommen, weil sie an dieses Trinksystem nicht gewöhnt sind. Und ich wollte jetzt einfach mal verhindern, dass irgendwelche stressigen Geschichten auf sie zukommen. Ne? Und weil das halt auch der erste Wurf ist, den sie dort dann hat, dass das nicht irgendwie, ich sag mal, im Sammelsurium an Eventualitäten und zufälligen Geschichten dort dann doch irgendwelche negativen Aspekte auf die Geburt bringen können. Also nochmal im Verständlichen, kein Stress oder ähnliches, der unnötig ist, damit sie bei dem ersten Wurf auch keine unnötigen Sachen macht, ne? Also, am besten immer das, was sie gewohnt ist und wie sie es kennt und dann durchziehen und wenn dann irgendwelche Veränderungen da sind, wenn die Jungtiere einigermaßen flott auf den Beinen sind, dann kann man das dann alles machen. Besser ist es natürlich, man gewöhnt sie, guck mal, wie böse sie aussieht, oder? Bist du böse? Ja. Ja. Man redet und redet, ne? Dann ist der Gedanke weg. Also am besten ist es, man gewöhnt sie an Sachen,
die sie dann haben soll, bevor sie dann auch schwanger ist und ähnliches, ne? Ich hatte den Topf da jetzt reingestellt und dann fing das, beziehungsweise ich habe sie hier reingestellt und dann fing das ja auch an schon zu frieren, meine ich mich ganz dunkel erinnern zu können. Von daher lasse ich den Topf jetzt bei diesen zwei Geschichten hier auch nochmal stehen. Bei der habe ich das rausgenommen, weil sie kennt das hier mit der Trinkflasche und oben halt auch entsprechend auf die Tränken umgestellt. Guti, dann gehen wir mal nach oben hier. So, wie sieht's aus hier bei euch, ihr kleinen Kanickel? Den Topf habe ich gestern gar nicht mehr rausgeholt, aber die Tränke ist ja auch aktiv. Wo ist Nummer 5 hier? Der scheint sich hier irgendwo zu verstecken, der Gute. Ich mach mal hier kurz auf. Zack, da ist Nummer 5 hier. Der Gute. So, also wie sieht's aus bei euch hier? Auf den ersten Blick relativ ruhig, ne? Ruhig ist immer gut. So, Nummer 6, sei gegrüßt hier. Der mag das schon ganz gerne, beziehungsweise ob er es mag, weiß ich nicht, aber er lässt es zumindest über sich ergehen, ne? Dass ich ihn auch mal ein bisschen näher komme hier. Der gute Kerl, bis jetzt gute Dienste erwiesen hier. Die weiße Dame hat er halt nicht geschwängert, ne? Da war er wahrscheinlich noch nicht so weit. Er ist hier hinten auch umgefallen, aber irgendwie sollte es da nicht geklappt haben. Aber dafür, so scheint es, hat er eine blaue Wiener Dame befruchtet. Mal gucken, welche Ausmaße oder welche Form das alles noch hier so annimmt. Die graue Hesen, sei gegrüßt. Alles soweit in Ordnung hier. Sie hat auch alles relativ gut gegessen. Heu ist sie nicht so der Fan von. Und die zwei Stähle habe ich hier auch noch nicht mit den Tränken angeschlossen. Ich hatte das Unterfangen jetzt erstmal eingestellt aufgrund der wetterbedingten Situation. Zack, klemmt das ein bisschen. So, wie sieht's bei euch aus hier, ihr kleinen Kaninchen? Alles gut soweit, ne? Die große hier und auch sie hier. Aber sie scheint hier größer zu sein als dieses Exemplar an Kaninchen. Die Mutti hier ist auch sehr bestrebt danach, gestreichelt zu werden. Im kleinen Stall, da war sie gar nicht so richtig angetan. Und da futtern sie meine Jacke hier sozusagen. Nun gut. Sehr schön. Exzellent. Hier ist der leere Bereich. Und da wird hier eine der Familien hochziehen. Und dieser Bereich hier, zack, einmal aufmachen. Guck mal an hier. Also sie hier und Nummer 5, das sind Geschwister. Ne? Diese Frage hat Andreas auch mal gestellt. Sie hier sind ja auch Schwestern. Nur sie hier ist extern quasi. Also auch hier geboren, aber halt von einem anderen Wurf. Hoppala. Da ist das Ding aufgegangen. Habt ihr das gesehen? Ich weiß gar nicht, ob ich das auf der Kamera aufgenommen hatte. Aber da ist es einfach aufgegangen. Hier war gestern noch so ein fetter Eisklumpen drin. Und irgendwie tropft das, seht ihr? Zwar nicht doll, aber trotzdem schon. Und das geht alles hier in das Holz rein. Und das finde ich tatsächlich nicht ganz optimal, muss ich sagen. Von daher muss das mal bald in Angriff genommen werden. So, was haben wir denn hier? Ein Haufen kleiner Kaninchen hier. Ihr kleinen Kaninchen. Hoppala. So, da sind sie nun. Die ganze Pracht an kleinen Kaninchenlebewesen. Wo ist das Havanna? Hier ist das Havanna-Kaninchen, seht ihr? Kleines Havanna-Kaninchen. Und auch die anderen sind ganz gut. Die Frage war, wo ich das hier anbiete. In der Regel meistens über eBay Kleinanzeigen, aber auch so, wenn mal das Interesse da ist, kann man sich gerne mal melden per E-Mail, ne? Nicht per Kommentarfunktion, sondern über E-Mail. Wo steht meine E-Mail-Adresse? In der Kanalbeschreibung, ne? Da ist sie dann aufgeführt und dort einfach mal anschreiben. In der Regel nehme ich für ein Kaninchen 25 Euro. Wenn man mehr Kaninchen nimmt, dann kann man auch mit dem Preis etwas machen. Und Tierversand biete ich grundsätzlich auch an, aber das sind halt mit zusätzlichen Kosten immer
behaftet, ne? Also da müsstet ihr dann einplanen. Dann ist halt so mal die Frage, ob das dann nicht Sinn macht, dass man in seiner Umgebung dort dann auch Kaninchen kauft. Meistens schon, ne? Und über eBay Kleinanzeigen, da kriegt man eigentlich meistens immer irgendwelche Kaninchen. Ansonsten, wer aus dem Raum Schleswig-Holstein kommt, dort irgendwo mittig zentriert, da komme ich immer mal irgendwo ran. Dort kann man dann auch mal irgendwie, wenn das dann passt, mal ein Treffen oder ähnliches aushandeln, ne? Wo ich dann, wenn ich da zufällig mal vorbeikomme, dann auch mal eins mitnehmen kann. Sehr schön. Also, wollte gerade aufstehen, zum nächsten Kaninchen gehen, aber das sind ja jetzt im Prinzip die letzten im Bunde. Von daher, wir sind wieder mal an den Punkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein, abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.